Und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. In diesem Video zeige ich euch drei Beispiele für Artikulationsarten in Blockflötenstücken. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Artikulation oder auch der Zungenstoß beim Blockflötespielen hilft uns dabei, unterschiedliche Spielfiguren oder bestimmte Notenabfolgen auf interessante und abwechslungsreiche Art zu spielen und macht unser Spiel auch deutlicher. Hinzu kommt, dass man auf der Blockflöte häufig Barockmusik spielt und in der Barockmusik ist es so gedacht, dass nicht alle Noten gleich hart oder weich klingen, sondern dass das sehr differenziert wird und das können wir auf der Blockflöte wunderbar umsetzen. Rein technisch ist die Artikulation beim Blockflötespielen das Anstoßen mit der Zunge an den Gaumen bei jedem Ton, den ich spiele. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Artikulationssilben. Ich nehme heute hier der Einfachheit halber, wie in eigentlich allen meinen Videos, das Tü oder T für eine härtere Artikulation und das D oder auch Dü oder Dä oder Dö oder Do, wie ihr möchtet, auf jeden Fall den Konsonant D für die weichere Artikulation. Und je nachdem, welchen Zungenstoß ihr verwendet, klingt euer Spiel anders. In musikalischer Hinsicht kann man also sagen, bringt die Artikulation Struktur rein und eben, ihr müsst euch das vorstellen wie eine Landschaft. Die ist vielleicht nicht so interessant, wenn die nur flach ist und sich da gar nichts erhebt und man dann nichts sieht, keinen Hügel und nichts, alles nur flach. Ihr macht euer Blockflötenspiel durch differenzierte Artikulation zu einer interessanten Landschaft mit Höhen und Tiefen, weichen Tälern und harten Bergspitzen sozusagen. Jetzt aber zum Praktischen. Wir fangen an mit dem ganz typischen Beispiel Sprünge in den Noten. Das heißt, ihr habt dann Stellen in euren Stücken, wo ihr nicht nach dem C das D habt und nach dem D das E zum Beispiel, also wo der next näher liegende Ton drankommt, sondern wo einer oder mehrere Töne dazwischen fehlen sozusagen. Das sind also Sprünge in der Musik. Und das haben wir natürlich bei so einer Stelle hier. Das sind gebrochene Dreiklänge. Und es ist aber eigentlich egal, es ist bei allen Sprüngen möglich, was wir jetzt hier machen. Nämlich, ich schlage euch vor, dass ihr hier alle Noten mit dem T artikuliert, mit der härteren Artikulation. So dass die Noten der Sprünge, hier sind das ja alle Noten, eben schön getrennt klingen. Am besten geht ihr mal auf die Suche in eurem Stück, das ihr spielt oder den Stücken, die ihr spielt, wo da überall Sprünge sind. Eigentlich besteht jedes Stück aus, weiß nicht, mindestens 60, 70, 80% Sprüngen. Also da könnt ihr eigentlich fast überall davon ausgehen, dass ihr diese zwei Noten, die den Sprung bilden, dass ihr die am besten ein bisschen härter artikulieren könnt. Dann haben wir als zweites natürlich genau das Gegenteil, nämlich Tonschritte. Das heißt, wo kein Ton dazwischen fehlt, wo kein Loch ist, sondern der next näher liegende. Ob das jetzt ein Halbton ist oder ein Ganzton, ist dann eigentlich egal. Und natürlich auch, ob es nach oben oder nach unten geht. Prinzipiell ist es so, dass man gerne die erste Note einer Tongruppe, die dann auch zum Beispiel mit einem Balken verbunden ist mit den anderen Vieren, wenn ihr jetzt Sechzehntel habt oder Achtel, dass man die eher mit dem T artikuliert, bisschen stärker, bisschen schärfer, damit die Struktur auch wieder schön deutlich ist und damit die Schwerpunkte im Takt und auf den Zählzeiten gut hörbar sind. Also wenn ihr so eine Abfolge habt mit nur Tonschritten, macht ihr die im Prinzip mit dem Dü, also mit der weicheren Artikulation, weil wir hier keinen Sprung haben, den wir hervorheben möchten.
Aber ihr könnt trotzdem die erste Note mit dem T machen, dann klingt das noch besser. Aber das Prinzip ist, Tonschritte eben weicher artikulieren, also mit dem Dü. Und genau das Gegenteil ist es jetzt wiederum bei wiederholten Tönen, bei Tonwiederholungen. Also wenn ihr mehrmals denselben Ton habt, dann ist es wichtig, dass ihr die schön trennt, dass man die auch wirklich gut getrennt hört. Da muss ich wieder dran appellieren, dass ihr bedenkt, dass gerade bei der Blockflöte in einem größeren Raum und in einem weiteren Abstand, auch vielleicht in einem Wohnzimmer, wenn ihr schon auf 3 Meter Abstand seid, die Artikulation nicht so deutlich klingt, wie man das eigentlich denkt, dass man es tut. Und Tonwiederholungen müssen richtig gut hart artikuliert sein. Das heißt mit dem Tü und dann klingt das richtig schön strukturiert und deutlich. Ihr bekommt dann eigentlich automatisch auch diese Kürze der Noten, die entsteht, wenn ihr lauter t-t-t nacheinander macht. Und das ist, was wir hier brauchen für die Tonwiederholungen. Das heißt also für euch ordentlich tü-tü-tü, eigentlich auch fast egal in welchem Stück. Versucht möglichst wiederholte Töne deutlich und mit dem Tü zu artikulieren. Ja, das waren meine 3 Beispiele für typische Artikulationsmöglichkeiten beim Blockflötespielen. Das bezieht sich hauptsächlich bei mir immer auf Barockmusik, aber das kommt in allen Stücken euch zugute, wenn ihr euch an dieses Prinzip haltet, wie es jetzt in diesen 3 Beispielen erklärt wurde. Und dann würde ich euch vorschlagen, geht mal auf die Suche in euren Stücken, analysiert mal euer Stück, das ihr übt, guckt, wo sind Sprünge, wo sind Schritte, wo sind Tonwiederholungen. Und wenn ihr dann diese Tüs und Düs darauf anwendet, werdet ihr hoffentlich merken, dass euer Stück viel sprechender wird. Und das ist ja auch eben beim Sprechen, artikuliert man ja auch. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dabei rausbekommt, ob es euch gelingt, ob ihr vielleicht noch Fragen dazu habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare und gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis nächsten Freitag. Tschüss!